Ahoi zusammen zu einer, naja, nicht direkt neuen Folge Events erklärt, eher eine Ergänzung zu dem, was es letzte Woche gab. Denn ab heute, ab dem 14. August 2020, sind die neuen, nämlich die Kriegsmarine-Container, im Shop und in der Waffenkammer angelangt. Und die könnt ihr euch kaufen. Das habe ich jetzt mal gemacht, denn ich habe ja in meiner Episode letzte Woche schon gesagt, dass ich die vom Inhalt her eigentlich ganz okay finde, nämlich dann, wenn man auf Signale steht, also Signale braucht, Spezialsignale oder die Tarnungen, dann gibt es eventuell noch 15 Tage Premiumzeit, ist auch ganz nett, und bis zu, ich glaube, 32.000 Freier-Erfahrungspunkte. Auf Schiffe spekuliere ich dabei nicht sonderlich, weil das immer sehr viel Glückssache ist, gerade hier, wo jetzt neben drei möglichen Premium-Schiffen auch noch ein Silberschiff dabei ist. Schauen wir mal kurz rein. 21 Hydra-Signale sind ganz nett und haben wir schon Glück gehabt mit einem Schiff. Die Mainz, Stufe 8, ja, man könnte sagen Stufe 8 Nürnberg mit 1250 mm Geschützen, durchaus ordentlich. Wenn wir hier jetzt noch die Signale haben, und ich glaube Tarnungen, die anderen beiden Premium-Schiffe wäre auf Stufe 9 die Pommern und auf Stufe 7 die Z39. Die Z39 habe ich schon. Und es gäbe ein Silberschiff in diesen Containern, nämlich die Hipper. Und die habt ihr ja eingangs bei mir gerade gesehen, dass ich die schon im Hafen habe. Die habe ich mir kurz, bevor ich mir die Container gekauft habe, aus dem Forschungsbaum zurückgekauft. Ja, sehen wir hier jetzt nochmal die Hipper. Das heißt, wenn ihr gerade in der Situation seid, dass ihr genügend Kreditpunkte über habt und die deutschen Kreuzer schon soweit durchgespielt habt, würde ich euch empfehlen, wenn ihr die Container wollt, holt euch die Hipper zurück. Wenn ihr natürlich noch gar nicht so weit seid, habt ihr damit einen schönen Start auf die deutsche Kreuzerlinie ab Stufe 8 mit der Hipper. Da haben wir jetzt die Mainz, schönes Schiff. Und damit möchte ich ein bisschen übergehen zu dem, was das Video eigentlich heute sein soll, denn ich habe jetzt hier mit der Mainz ziemlich viel Glück gehabt und ziemlich viel Glück hatte ich auch mit euch, nämlich meinen Zuschauern allgemein, im Speziellen meinen Abonnenten, denn vor ein paar Tagen haben wir auf YouTube die 200 Abonnenten geknackt, da gibt es definitiv was zu feiern. Und ich möchte erstmal Danke sagen, sowohl den Abonnenten, die meine Videos also wohl doch regelmäßig sehen wollen, als auch allen anderen, die die Videos angucken, die mal ein Like da lassen, die mal einen Kommentar da lassen. Und das ist dann doch eine ganz schöne Community, die wir hier aufbauen. Freut mich also sehr. Und weil ich jetzt hier so viel Glück habe, möchte ich da ein bisschen Glück auch an euch zurückgeben. Nein, ich werde keine Container verlosen, weil sowas ist immer ein bisschen doof, finde ich, wenn man dann sagt, naja, dann habe ich den Container gewonnen und da war jetzt nichts drin und der andere hat einen anderen Container gewonnen und da war viel mehr drin. Das will ich vermeiden. Deswegen gibt es ganz einfach 3x 1250 Dublonen als Giveaway. Wie könnt ihr daran teilnehmen? Ganz einfach ab heute unter diesem Video. Ich werde alles nochmal unten drunter schreiben in die Infobox. Hinterlasst bitte einen Kommentar, der mindestens euren Spielernamen enthalten sollte, also euren Ingame-Namen. Gilt ausschließlich für den EU-Server und natürlich alles, was ihr mir sonst noch so zu sagen habt. Was ihr toll findet, Kritik ist natürlich auch gerne gesehen, wo ihr hofft, dass der Kanal hinkommt, was ihr euch erwartet oder einfach eine nette Anekdote, wie ihr irgendwann mal einen Spieler hattet, der euch geholfen hat oder dem ihr helfen konntet. Das Ganze läuft dann bis einschließlich 20. August 2020, ja, also jetzt ein paar Tage, könnt euch Zeit lassen, und ab dem 21. August gibt es dann unter allen Abonnenten und Kommentarschreibern das Giveaway für die 3x1250 Dublonen, also für jeden dann 1250 Dublonen. Wie gesagt, eine nette Geste als Dankeschön von mir an euch, um da was zurückzugeben. Das soll es dann nämlich auch schon gewesen sein für das Video heute. Mal gucken, was am Wochenende noch kommt. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Spiel und bis zum nächsten Mal. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.